Willkommen auf meinem Kanal. Wenn euch mein Hörspiel gefällt, dann macht doch einfach ein Abo, Like oder Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tavernengeschichten. Das Vermächtnis des alten Magiers. Kapitel 1. Schatten der Vergangenheit. Die Sonne neigte sich langsam dem Horizont zu, als wir, angeführt von Friedrich Henninger, durch die staubigen Straßen des befreiten Dorfes zogen. Der Jubel der Einwohner begleitete uns, doch trotz des scheinbaren Sieges lag eine spürbare Schwere in der Luft. Das soeben von der Tyrannei befreite Dorf atmete erleichtert auf, doch in den Augen der Menschen spiegelten sich die Schatten der Vergangenheit. Friedrich, dessen Wangen noch vom Kampf gerötet waren und dessen Augen von Erschöpfung sprachen, versammelte die Dorfbewohner zu einer improvisierten Ratsversammlung. Mit bewegter Stimme verkündete er seine Pläne für den weiteren Ausbau des Dorfes. Die Dorfbewohner hörten aufmerksam zu, aber ich konnte sehen, wie einige von ihnen sich nervös umschauten, als erwarteten sie, dass die Schatten der Vergangenheit wieder auftauchen würden. In der Versammlung wurde deutlich, dass der alte Zauberer und seine Söldner immer noch in der Nähe waren. Friedrichs Pläne, das Dorf zu befestigen, fanden Zustimmung, aber die Ungewissheit über die Zukunft lag wie ein Nebel über den Versammelten. Ich spürte, dass noch nicht alle Gefahren gebannt waren, und ein beklemmendes Gefühl ließ mich nachdenklich werden. Nach der Versammlung gingen die Dorfbewohner nach Hause, aber die Schatten der Vergangenheit schlichen sich in die Gedanken der Menschen. In meinem Quartier saß ich am Fenster und starrte in die Dunkelheit. Die Erinnerungen an den blutigen Kampf wurden von einem mulmigen Gefühl begleitet. Hatte der alte Magier wirklich aufgegeben oder schlummerte die Gefahr wie ein dunkles Geheimnis weiter bereit, wieder ans Licht zu treten? Die Nacht verging in unruhigem Schlaf, geplagt von Albträumen und der unheilvollen Aura, die das Dorf umgab. Als der Morgen anbrach, schien die Sonne, aber ihre Strahlen konnten die Schatten nicht vertreiben, die über dem befreiten Dorf hingen. Friedrich setzte seine Bemühungen fort, das Dorf zu befestigen, doch die Bewohner spürten, dass die Bedrohung noch nicht ganz gebannt war. Ein Raunen ging durch die Gassen, Gerüchte über den alten Zauberer, der noch immer in den Schatten lauerte. Die Bewohner sahen sich um, als erwarteten sie, dass sich hinter jedem Schatten ein Feind verbergen könnte. So begann das Dorf, sich von den physischen Wunden des Krieges zu erholen, während die Narben der Vergangenheit immer tiefer wurden. Die Schatten waren für den Moment zurückgedrängt, aber ihre Präsenz war unauslöschlich im Bewusstsein der Menschen verankert. Der alte Magier, ein dunkles Kapitel der Geschichte, schien noch immer ein trügerisches Lied der Bedrohung zu singen, und die Bewohner des Dorfes der Eisernen Faust konnten nur hoffen, dass die Schatten der Vergangenheit nicht wieder erwachen würden. Kapitel 2. Das Erwachen des alten Magiers. Die Tage vergingen und die Bewohner des Dorfes der Eisernen Faust versuchten, inmitten der schwindenden Schatten der Vergangenheit ein normales Leben zu führen. Friedrich Henninger hatte mit bewundernswerter Entschlossenheit begonnen, die Befestigungen des Dorfes zu verstärken, und die Menschen beteiligten sich eifrig an den Bauarbeiten. Dennoch lag eine gespannte Atmosphäre über dem Dorf, als ob die unsichtbaren Fäden der Gefahr noch immer zwischen den Häusern schwebten. Am Abend traf sich die Abenteurertruppe erneut, um die nächsten Schritte zu besprechen. Fadi, die sich während der Befreiungsaktion als Meisterin der Tarnung erwiesen hatte, übernahm erneut die Aufgabe, die Umgebung des Dorfes zu erkunden. Ihre Augen funkelten vor Entschlossenheit, als sie verkündete, dass etwas in der Dunkelheit brodelte. Die Nacht, die so ruhig schien, wurde von unheimlichen Geräuschen durchzogen. Ein kalter Wind strich durch die Bäume, und das Rascheln der Blätter klang wie das Flüstern von Schatten. In meinen Träumen sah ich den alten Magier, wie er in einer verborgenen Kammer dunkle Rituale vollzog, seine Macht verstärkte und die Schatten um sich scharte. Am nächsten Morgen erzählte uns Fadi, was sie gesehen hatte. Verstohlen hatte sie beobachtet, wie der alte Zauberer dunkle Gestalten zu sich rief. Unbekannte Wesen, die sich im Nebel der Nacht versteckten und dem Ruf des Zauberers folgten. Diese neuen Verbündeten waren gefährlicher und unberechenbarer als alles, was wir bisher gesehen hatten. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Dorf, und die Stimmung schlug von vorsichtiger Hoffnung in angespannte Besorgnis um. Friedrich Henninger erkannte die Dringlichkeit der Lage und rief zu einer Versammlung auf.
Vor der Menge erklärte er, dass der alte Zauberer nicht nur besiegt, sondern ausgelöscht werden müsse, um die Bedrohung ein für alle Mal zu beenden. Die Dorfbewohner blickten besorgt in die Zukunft, während sich die Abenteurertruppe wieder auf den Weg machte. Aus der Befreiung des Dorfes war ein Kampf gegen eine dunkle Macht geworden. Der alte Zauberer, aus seinem vermeintlichen Exil erwacht, schürte Angst und Unsicherheit. Unsere Aufgabe war nun klar umrissen. Wir mussten die Wurzel des Übels ausreißen, bevor es das Dorf wieder in Dunkelheit stürzen konnte. In der Dunkelheit der Nacht brachen wir auf, um uns dem alten Magier und seinen neuen Verbündeten zu stellen. Die Sterne über uns schienen stille Zeugen eines bevorstehenden Schicksals zu sein, und das Rascheln der Blätter im Wind wurde zu einem düsteren Chor, der unsere Reise begleitete. Die Schatten der Vergangenheit mochten verschwommen sein, aber das Erwachen des alten Magiers ließ eine düstere Zukunft erahnen, die wir mit aller Kraft abzuwenden versuchten. Kapitel 3 – Der Pakt der Schatten. Die Nacht hüllte das Land in undurchdringliche Dunkelheit, als wir uns dem Versteck des alten Magiers näherten. Die Sterne funkelten am Himmel, doch ihre sanfte Pracht vermochte die Schwärze nicht zu vertreiben, die von den finsteren Absichten des Zauberers ausging. Ein kühler Wind strich durch die Bäume, als hörten sie das leise Flüstern der Magie. Unsere Reise führte uns durch undurchdringliche Wälder, vorbei an verfallenen Ruinen und schließlich zu einer vergessenen Höhle, die von einem schimmernden Schleier des Unheils umgeben war. Hier in der Dunkelheit bereiteten sich der alte Magier und seine neuen Verbündeten auf ein düsteres Ritual vor, das die Schatten in eine noch gefährlichere Form verwandeln sollte. Unsere Gruppe schlich sich näher. Die Dunkelheit um uns herum wurde zu einem Verbündeten. Doch je tiefer wir in die Höhle eindrangen, desto mehr spürten wir die drückende Präsenz der Dunkelheit. Flackernde Fackeln erhellten den Weg, doch ihre warmen Farben wurden von der kalten Aura der Magie erstickt. Placida, die neben mir ging, flüsterte leise: Die Dunkelheit hat einen Pakt geschlossen. Wir müssen vorsichtig sein. Ihre Worte hallten durch die Höhle, als wollten die Schatten sie verschlingen. Das Echo der Dunkelheit verstärkte die Bedrohung, die vor uns lauerte. In einer riesigen Halle, die vom Schein der Fackeln erhellt wurde, fanden wir den alten Magier inmitten eines düsteren Rituals. Sein von dunkler Macht durchdrungener Blick traf den unseren. Ein unheilvolles Lächeln umspielte seine Lippen, als er die Ankunft unserer Gruppe bemerkte. »Ihr seid zu spät, Abenteurer«, flüsterte er mit einer Stimme, die Kälte der Gräber zu atmen schien. Der Raum bebte, als die Schatten Gestalt annahmen und zu seinen finsteren Verbündeten wurden. Wesen, halb Mensch, halb Schatten, schienen aus der Finsternis selbst geboren. Die Magie, die in der Luft lag, war so dick, dass sie fast greifbar war. Der Kampf entbrannte in einem gewaltigen Spektakel aus Schwertklingen, Magie und Schatten. Jeder Atemzug war von der Intensität des Augenblicks durchdrungen. Placida wirbelte durch die Schatten. Ihre Klinge tanzte mit der Präzision eines Schattenjägers. Fadi entfesselte seine Magie, um die Schatten zu vertreiben, doch sie waren hartnäckiger, als wir es für möglich gehalten hatten. Inmitten des Chaos versuchten wir, den alten Magier zu erreichen. Seine Augen leuchteten vor dunkler Freude, als er die Macht der Schatten in sich aufnahm. Ein Moment der Verzweiflung ging durch unsere Reihen, doch der Wille, das Dorf zu schützen, trieb uns an. Friedrich führte die Bauern in den Kampf. Ihre Hiebe und Schläge gegen die Schatten waren ein kraftvolles Zeugnis der Entschlossenheit. Der Höhepunkt des Kampfes näherte sich, als der alte Zauberer seine letzte verzweifelte Anstrengung unternahm, die Schatten zu verstärken. Ein grelles Licht zuckte durch die Höhle, begleitet von einem ohrenbetäubenden Krachen. Die Dunkelheit wich, die Schatten wurden zurückgedrängt. Und der alte Magier sank zu Boden. Ein letztes Mal bebte die Halle, dann kehrte Stille ein. Der Pakt der Schatten war gebrochen. Die verbliebenen Schattenwesen verschwanden, als hätten sie nie existiert. Erschöpft und gezeichnet von den Kämpfen, blickten wir auf den alten, besiegten Magier. Placida trat vor und durchsuchte die Überreste des dunklen Rituals. Inmitten der Trümmer fand sie eine uralte Schriftrolle. Die Worte darauf verhießen nichts Gutes, aber sie boten auch die Möglichkeit, die Dunkelheit ein für allemal zu besiegeln. Das Dorf der Eisernen Faust war gerettet, und mit der Schriftrolle in unseren Händen kehrten wir triumphierend zurück.
Die Bewohner empfingen uns mit Jubelrufen und die Schatten der Vergangenheit verblassten endgültig. Der alte Zauberer war besiegt, der Pakt der Schatten gebrochen. Die Menschen konnten nun in Frieden leben und die Wunden, die der Kampf hinterlassen hatte, würden heilen. Doch während wir im Dorf feierten, spürten wir, dass dies nicht das Ende aller Abenteuer war. Neue Horizonte und unbekannte Gefahren warteten darauf, von uns entdeckt zu werden. Und so endete die Geschichte des Dorfes der Eisernen Faust nicht im Schatten der Vergangenheit, sondern im hellen Licht einer hoffnungsvollen Zukunft.